Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier im Train Simulator Classic. Ja, diese Flachwagen soll man zu einer Baustelle bringen, wo die Schienen in der Nacht ausgetauscht werden sollen. Die Lok, die da gerade weggefahren ist, die hat jetzt hergebracht und unser Konsist steht da gerade da mit einem Güterwagen und dem Bremserwagen. Das Besondere an dem Ganzen ist, die Wagen hier sind alle ungebremst und deswegen auch der Bremswagen. Und ja, wir bringen jetzt eine Baustelle, wir haben noch wenig Wasser, das heißt, wir müssen zwischendrin mal anhalten, um Wasser zu fassen. Und erstmal werden wir hier die Wagen an den Verband ankoppeln und umsetzen. Und wir fahren die Modified Hall, der Little Linford Hall. Wunderschöne Lokomotive. Ah, zu spät. Okay, alles klar, Fahrer. Und unsere Wagen sind gerade angekommen und wir sollen jetzt einmal zurücksetzen und ankoppeln. Das machen wir mal. Also hier hinten sollen wir hinter das Einfahrsignal fahren, damit der Stellwerk entsprechend stellen kann. Und da geben wir erstmal kurz einen Achtungspfiff. Und dann düsen wir auch schon. Sehr schön. Es ist tatsächlich das zweite Mal, als ich das Szenario jetzt hier spiele. Weil beim ersten Mal habe ich nämlich hier auf der Riviera Line, in der 5. ist die Strecke jetzt hier, ein Fatal Blowback gehabt im Tunnel. Sprich, ich habe die Feuerbüchse offen gehabt, wenn wir im Tunnel eingefahren sind, und das ist tödlich. Ja, ich hoffe, das passiert mir heute nicht mehr. Ödele. Vor dem Video habe ich gerade das Alaska-Video gedreht. Ich hoffe, das kommt vor dem Video raus, ansonsten kommt es noch. Und ich dachte, jetzt machen wir ein bisschen Güter-Movement hier. So, hinter das Signal müssen wir. Bremsen. So, dann schauen wir gerade auf den Stopmarker. Ja, den hat er geholt. Oh, da kommt ein Schnellzug irgendwo vorbei. Da hinten. Ah, klingt schön. So. Okay. Requested passage denied. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter zurück. Es fällt ihm gerade nicht so, dass wir da so nah am Signal stehen. Okay, wieder bremsen. Und jetzt Tab. Nice, wir dürfen rein. Södele. Cool. Weichen sind gestellt. Ah, solche Weichen finde ich noch mega spannend. Die da gerade in drei Richtungen gehen. Zylinder hier, ich kann jetzt mal wieder zumachen. Mit Wasser und Feuer ist noch okay. Müssen wir nichts machen. Eigentlich auch hier anschauen. So, dann jetzt schön sachte, damit die da jetzt nicht rausspringen. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel Bremse. Ein bisschen anschubsen. Und bremsen. Nein, das war zu viel. Schade.
Gott, bisschen noch. Sehr gut. Alles klar. Alles angekuppelt. Wir kuppeln jetzt wieder komplett ab. Setzen wieder Retour, damit wir umsetzen können. Und für uns geht es jetzt wieder Retour. Ich hätte gern diese Ansicht da. Los geht's. Nicht auf die andere Seite. Ja, sehr gut. Jetzt sollte dann das Signal eigentlich umspringen, wenn wir dann vorbei sind. Nice. Dann warten wir nochmal kurz. Ja, wir haben Fahrt. Fahren jetzt da gerade in der Mitte durch. Und bleiben auf der anderen Seite stehen. Okay, alles klar. Für die Durchfahrt machen wir. Oh, was kommt da wieder Schönes vorbei? Der nächste Schnellzug. Sehr schön. Was haben wir eigentlich hier? Cap-like. Ach so, ja. Ist irgendwie klar, das war die Beleuchtung für hier drin, weil es ja sonst keine Beleuchtung gegeben hat. Aber immerhin eine Art Heizung, wenn es mal frisch geworden ist. Dach gibt es auch keinen. Aber dafür hat schon ABS gehabt. Lampen sind alle an. Ja, ist ziemlich minimalistisch. Haben wir hier eigentlich nichts. Cylinder Joint Cocks, Sender, unser Sitzschemel. Eigentlich brauchen wir die Beleuchtung. Ne, Handbremse brauche ich nicht. Beleuchtung können wir eigentlich ausmachen. Ist ja hell. Einfaches, aber schönes Triebwerk. Oh, die wird noch gleich schreien, wenn wir dann aufs Speed kommen. Was war jetzt unsere Höchstgeschwindigkeit? Ah, ich glaube, er sagt es noch. Ich glaube, es sind 40 Meilen mit dem umgebremsten Konvoi da. Okay. Feuer, Wasser. Wasser wollen wir ein bisschen nachfüllen erstmal. Ah, die bremst schon sehr gut. Das ist echt Luxus zu den amerikanischen. Also da muss man sehr vorausschauend fahren. Gut, aber hier wird es gerade nicht besser, wenn wir dann hier mit den anderen Wagen dann unterwegs sind. So, an der Richtungswender bitte. Gehen wir nochmal in diese Ansicht da. Oder, na, machen wir die hier. Versuche ich mal so anzukuppeln. Alles klar. Freigabe für nach hinten. Hammer kriegt. Sehr gut. Und wir düsen.
Wir werden dann gleich hier noch ein kleines Übel sehen, was hier vorbeikommen wird. Und das wird uns noch Stress machen. Und zwar... Lass mal kurz anders hinsetzen. Mikrofon anders. So. Werden wir nämlich die meiste Zeit so einen Regio-Service hinterherdüsen. Und der wird uns noch ein paar rote Signale bescheren. Ein Teil der Strecke weiß ich jetzt schon, was passiert. Aber den anderen nicht. Also man muss ein bisschen vorausschauend fahren. Ja, Wasser könnte man eigentlich wieder lassen. Schon wieder fast zu viel. Da hinten kommt er auch schon. So. Das können wir eigentlich wieder zumachen. Sieht man jetzt nicht so oft in Szenarien, aber... Wir haben da unseren Dampftriebwagen mit der Lok in der Mitte. Oh, tschüss. Ah, den werde ich noch lieben. Ja, ein paar Viehwagen hier, ein paar alte. Also die Wagen damals waren einfach so einfach. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen bremsen. Und Kontakt. Nice. Okay, wir sind bereits für die Abfahrt. Wir haben zwar wenig Wasser, aber bis nach Newton Abbot werden wir schon schaffen, zum da wieder auffüllen. Und jetzt warten wir nur noch auf die Freigabe, dass wir auch wirklich fahren dürfen. Bitte. Okay, also kleiner Reminder, die Wagen hinten haben keine Bremse, Höchstgeschwindigkeit 40 Meilen pro Stunde, wir dürfen fahren, wir sind bereit, machen wir auch. Nice. Und der nächste Express. Was wird denn der drauf haben? 50 Meilen? Oh, meine Hauptstrecke hat 75. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Was ein Fest für das Auge. In unserem Bremswagen können wir sogar reingehen. Aber wahnsinnig viel sehen wir da nicht. War wie einfach. Ein paar Lagerflächen. Da zum Tee machen, damit es warm ist. Weiß gar nicht, was das hier ist. Funktional halt. Dürfen wir eigentlich schon rausfahren? Signal sagt nein. Mal gerade wieder bremsen. Bis zum Signal dürfen wir zumindest... Ah, doch, jetzt haben wir freie Fahrt. Nice. Sehr gut. Also stell mir das eigentlich noch recht schön vor, da mit so einem Bremswagen mitzufahren. Zwar gerade bei schlechtem Wetter ungemütlich, aber ansonsten... Du hast eine schöne Aussicht da. Ist jetzt so mega zugrust von der Lok und hast eigentlich ganz chilligen. Und wenn es dann soweit ist, musst du halt bremsen. Das haben sicher Leute auch mal so genutzt, wenn die da irgendwie von A nach B mussten, dass sie dann hinten beim Bremswagen mitgefahren sind. Hat ja genug Platz. Okay, was macht die Lok? Werden wir mal ein bisschen nachfüllen hier.
muss mir dann gleich mal die Feuermasse merken. Ich weiß mal ungefähr, was 60, 61% sind. Und Wasser. Ach, das schaue ich mir gerade nicht an. Oh, Social Water Well, to the Coal Level, 721. Ich glaube, wir können schon schneller fahren, ne? Ja. Jetzt sind wir bei 61.000. Machen wir mal 1.100. Aber die 83%, das geht hier runter. Da, Boiler Water Level, da steht's ja. Vorsignal ist grün, sehr gut. Verbrauch ist gut. Ah, stellen wir uns mal hier hin. Sehr schön. Ja, ein bisschen Musik wäre jetzt noch angenehm. Weil du in echt natürlich bei der Lok wohl eh nichts hören würdest. So, Strecke ist noch alles gut. Versuchen wir weitestgehend so in der Ansicht ohne Kühe zu fahren. Ich werde immer wieder gerade wegen Kohle und Wasser mal reinschauen. Kurz zum Umschalten. In der Ansicht moin. Mischte Güte zu. Was ist das laut hier? Ich glaube, Feuer kann man schon wieder lassen. Ich hätte gerne einen Hotkey für nach links und rechts rausschauen. Wisst ihr was? Das sollte ich ja eh schon so lange machen, dass ich einen Hotkey hier für die Tasten da habe. Und ich suche mal das mal ganz kurz raus und dann bin ich gleich wieder da. Für euch ist es nur ein kleiner Unterbruch. Okay, wenn ich das richtig sehe, dann habe ich schon so einen Button. Okay. Ich habe schon die ganze Zeit so einen Button gehabt. Aber ich voll Flamme. Hab mir übersehen. Ah, Mann, ey. Also typisch ich. So, da haben wir dann auch schon den ersten Bahnhof. Haben wir aber noch grüne Fahrt. Und wenn wir uns mal kurz ankündigen, dass wir reinfahren, damit keiner einen Blödsinn macht. Sehr gut. Begrenzungen kommen demnächst eh keine.
Ah, recht haben sie. Rumsegeln beim schönen Wetter. Sind aber ein bisschen viele zusammen da. Finde ich da wieder nicht so geil. Weniger Speed. Also ich muss sagen, bis jetzt ist es nur easy going. Aber das Szenario hat zwei Teile. Der zweite Teil ist dann in der Nacht und dann sind die ganzen Sachen hier mit Schienen beladen, mit alten. Und dann kriegen wir auch noch eine zweite Lok und müssen das dann weiterbringen. Das wird dann eine Challenge. Weiterhin grün. Ich bin jetzt ein bisschen später abgefahren als wie beim letzten Mal. Ich habe letztes Mal rote Phasen gehabt. Dann gerade wieder Zeit fürs Wasser. Das ist schon sehr wasserhungrig. Oh, schaut ein bisschen. Hat man im richtigen Moment gesehen. Und Wasser bitte. Feuer können wir halt ein bisschen machen. Gallonen haben wir noch. Schade, ich glaube, wir sind mit 800 irgendwas. Naja, sind wir dafür ein bisschen leichter. Ja, nächstes Vorsignal. Alles grün. Sehr gut. Ich würde das aber gerne auf die linke Seite. Da wo ich den Crash hatte quasi, war hier das Vorsignal grün und das nächste Signal war rot. Mal schauen, ob das jetzt wieder so ist. Geht's nochmal vorsichtshalber vom Gas runter. Ist wieder rot. Warum? Schauen wir mal langsam rein hier. Ist nicht. Also entweder lese ich das falsch, aber eigentlich, das wäre ja viel links rein. Wenn ich mir jetzt das hier anschaue, dann schaut es hier, da das Ausfahrsignal ist rot. Das ist unser Regio Special Service hier wieder. ABS geht auch nicht ab. Verstehe ich nicht. Moin Kollege. Ach nee, das ist ein anderer. Wasser ist mehr als genug. Ich komme ein bisschen drüber wieder. Jetzt zum Ausfahrt. Könnte jetzt aber natürlich ein Bug sein, dass das Ding erst umschaltet, wenn wir hier in der Nähe sind. Wäre auch nicht das erste Mal hier auf so einer Strecke.
Ja, für mich ist halt momentan das 26. Und es ist nicht mehr lang, bis endlich mal die Steam DLC für Transient World 2 rauskommt. Also 4 Tage noch. Auf dies freue ich mich schon, aber da werden wir mal richtig schön rumdampfen. Auch wenn wir da leider nicht selber befeuern dürfen. Ja, Entschuldigung, das war jetzt mal der Raid Driver. So. Wenn wir mehr richtig eingestellt haben. Hoffentlich ist da das Sandmodell dann ähnlich gut wie hier. Aber zumindest im Making-of, das sah sehr vielversprechend aus, dass er damit die auf der Great Central Railway, glaube ich, war das, wo sie da die Aufnahme mit der echten Lok gemacht haben, sah gut aus. '75, ja, da sind wir aber noch weit davon entfernt. Moin! Sehr schön. Von der Stelle, weiter hinten, gibt es richtig geile Videos von HSDs und Regio-Service, die hier bei schlechtem Wetter fahren. Und hier das Wasser pritscht hier voll gegen die Kante und auf den Zug drauf. Sieht echt gefährlich aus. Schalten sicher ab und zu den Service ein, wenn es hier zu krass abgeht. Oh, ABS. Vielleicht mal ein bisschen bremsen. Okay. Schauen wir mal nach draußen. Ah, jetzt hat es gerade umgeschalten. Jetzt haben wir wieder freie Fahrt. Ist auch jedes Mal so. Aber dafür das nächste Signal zeigt wieder Achtung an. Oder? Nee. Oh, ich brauche Wasser. Hier ist interessanterweise das Signal auf der rechten Seite. Wir müssen aber dann eh gerade anhalten. Bei dem Signal da vorne. Das kann doch mega irritierend sein, wenn das Signal auf der rechten Seite ist. Da vorne. Und weiter hinten hatte ich dann diesen Blowback. Also wenn jetzt nur ein bisschen einfeuern. Weil wichtig erstmal mit einem edes Wasser. Jetzt sind wir schon bei 525. Gut. Ach man! Jetzt macht ihr doch mit Absicht. Dann machen wir, jetzt steht er, jetzt schaltet er wieder auf grün. Typische Fahrdienstleiter. So, da können wir zumachen. Halt, nein, das wollte ich gar nicht. Einmal so. Jetzt bitte kein Blödsinn mehr im Tunnel. Da gehen wir nach unten. Ah,
Ich muss mal den Regulator für die Dampflok auf einen anderen Hebel setzen. Weil der Richtungswender, der hat eigentlich nur drei Positionen, wo er drin sein sollte, inzwischen drin. Klemmt er halt nur so halbwegs und wenn er dann so rutscht anfängt, dann geht er zum Beispiel wieder voll nach vorne. Ich glaube, ich werde dazu den Hebel für die Lokbremse nutzen. Brauchst du da eh nicht. Und dann ist das quasi mein Regulator oder Richtungswender. Schmackes darf sein. Wasserstand 77%. Der sieht ja mal schön aus. Schöne Textur. Wieder einheizen. So, einmal bitte. Könnte sogar der Tunnel gewesen sein, wo ich nicht wieder zugemacht habe. Ganz genau weiß ich nicht mehr. Ein wenig dunkel da. Jetzt war ja froh gewesen fürs Licht hier. Okay, was sagt das Signal? Aber ist cool noch. Mal kurz gucken, irgendwas habe ich jetzt mit I aufgemacht und wieder zu. Ha, keine Ahnung. Sagt er mir zumindest nicht an. Weil das könnte ein Injektor gewesen sein. Mit I. Ja, auch wieder aus hier. Bist du immer von oben? Mach doch ein bisschen mehr von der Seite. Sieht einfach schön aus, Spiel. Komisch, also so viel Zeit habe ich noch gar nicht gelassen beim letzten Mal. Das ist jetzt so gut laufen. Ich muss 6 Meilen noch. Ich glaube, jetzt sind wir dann langsam wieder weg von der Küste. Gehen wir dann an einwärts. Das ist auch eine kleine Abstellung im Bottendeck. Oder mal was reinzuladen. Will ich zum Beispiel. Kann ich wirklich so schnell fahren? Der ist sogar für 60 freigeben. Oh, anhalten. Na doch nicht. Warte noch umschalten.
Ah, ich mag das Layout, das alte, was sie da haben. Ach, da geht's überhaupt mit so einem, Bach oder ja, also irgendwie ein Fluss hier so rein. Mal schauen, ob es da irgendwie so ein Driver's Cap View gibt in echt, wo sie die Riviera Line fahren. Muss mega schön sein. Sogar im Sommer. Minuten noch. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen blinzeln und mal gucken, ob das auf einem Nebengleis ist. Ja, scheint so ein bisschen eins vom Bahnsteig weg. Können wir uns dann ein bisschen in Newton appen und ein bisschen umgucken, was das so Schönes hat. Drehscheibe habe ich schon mal auf der Karte gesehen. Eigentlich hier beim Tender die Anzeige nicht weiter runter. Ja. Das ist de facto fast bei Null. $368. Holy Waldfee. Was ist es, was damit I aufgeht? Verstehe es nicht. Vielleicht dann auch mal im Handbuch nach, was das ist. Ich trinke mal kurz einen Schluck, weiß. Ich würde so lachen, wenn der Dampftriebwagen in Newton Happen dort direkt neben uns steht. Wo er genau so lange wartet, wie wir da nachfüllen müssen, kurz vor uns wegfahren, damit man halt ja wieder ein rotes Signal haben. Alles ist möglich. So, mal wieder einheizen hier. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wie geht's zu den Wassertropfen nach oben? Das mechanisch da umgesetzt. Jetzt, wo jetzt hinten nichts Waterscoop handeln. Ach so. Okay. Das lassen wir mal so, wie es ist. Aber so kohletechnisch ist es aber eigentlich immer so geil, ne? Und zwar 6,8 Tonnen. Aber von denen sehe ich da nicht sehr viel. Ein Tender. Ich glaube, da stimmt so ein bisschen die Anzeige gerade nicht. Na, ist ja egal. Zwar nicht komplett egal. Also wäre schon schön, wenn es hier voll wäre, aber naja. Weil wenn das das Ganze wäre, was wir noch an Kohle hätten, könnte man mal ganz schnell anhalten. Perspektiv halt irgendwie auf dem Abstellgleis. Wenn die Kohle ausgeht, ist noch nicht so schlimm, als wie wenn das Wasser ausgeht.
haben ja jetzt Running Position schon, oder? Na jetzt. Ah, das ist schon 45. Das muss vermutlich die Einfahrt sein. Und nach wie vor freie Fahrt. Jetzt haben wir mal vom Gas runter. So, dann haben wir hier mal langsam ein bisschen was los hier vom Yard. Sollte erstmal passen. Das ist aber auch ein schöner Sound. Moin! Eine Satteltank-Lokomotive. Oh, nächsten Signal ist in der Rot. Ach, Schatz. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist der Bahnhof, wo ich den ersten Dampftriebwagen vorgestellt habe. Der fährt hier auf die Branchline raus. Ah. Was die Parallelfahrt. Cool. Andere Seite bitte. Moin. Ist sehr geil. Denn schneller darf es noch sein. Wo bringt sie uns hin? Ah, da ist die Drehscheibe. Ist das hier? Okay, Straße vermutlich. Und wo soll ich da jetzt Wasser fassen? Ich sehe kein Wasser zu. Ah, und da ist unser Kollege, der uns aufgehalten hat. Hoffentlich haben wir jetzt nach freie Fahrt. Das da sieht nach einer Bekohlungsanlage aus. Ja, da gehen sogar die Schienen rauf. Ah, da vorne ist der Wasserturm. Na, Kollege, gute Fahrt gehabt. Oh, mein Screenshot hier. Nice. Okay, also wir können da schon mal nachfüllen. Zylinder hier nehmen, machen wir mal auf. Für das, dass wir dann gleich hier mal stehen werden. Ein bisschen einbremsen. Bisschen länger. Ob da Höhe Tender sind. Und dann haben wir halt den Kollegen da jetzt mal blockt bei der Ausfahrt. Okay. Oh yes, er nimmt's. Passt zwar jetzt so nicht ganz, müsste eigentlich hier hinten sein, aber okay. Und der nächste Personenzug. Oh gut, das sieht noch schnell zu aus. Wie schauen wir da aus? Das passt erstmal. Also ich sag jetzt mal 3000 Gallonen. Dann ist er voll. Schauen, ob das hinkommt oder ob ich da weit weg bin. Moin!
bist denn du für eine? Clan Castle. Wo ist der andere? Ah, du bist auch noch eine. Elbon Grange. Und eben, da fahren sie dann hier rauf, zu bekohlen. Und schütten das dann hier rein. Und hier geht's dann wieder runter. Eigentlich noch ein mega aufwendiger Bau für sowas, ne? Also für Abwechslung haben wir von den Lokomotiven hier nicht. Du bist Earl of Birkenhead. Was? Birkenhead? Head? Birkenhead? Ja, jetzt sind wir gleich bei 2000. Oh, das war echt ein langer Schnellzug. Oh, der hat ein bisschen was zum Schaffen da hinten. Okay, wo müssen wir jetzt danach hin? Wir müssen dann nach Paken Down. Und da sollen wir um 16 Uhr da sein. Und dann in Goodrington Yard sollen wir unseren Zug abstellen. Alles klar. Ja, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz eine Pause. Und für euch gibt es dann einfach einen kleinen Cut, wenn wir hier fertig sind. Also, bis gleich. So, liebe Leute, wir sind wieder da, beziehungsweise die Lok ist jetzt fertig und es sind 4000 Gallonen. Also haben wir da erstmal ein bisschen Luft, wenn es um das geht. Wir könnten ein bisschen was reinmachen. Und sollen gerade weiterfahren nach Paken Down. Und das wird eigentlich in 4 Minuten da sein, das ist aber unmöglich. So, wir gehen mal wieder in die Ansicht hier. Also ich glaube, das mit der Zeit, ich bin ja sehr gerade langsam gefahren, bin eigentlich schon am Limit gefahren. Aber ich wüsste nicht, wie ich das um 16 Uhr hinkriegen sollte. Zylinderhähne machen wir wieder zu. Aber jetzt mal mein Bestes geben, dass wir halbwegs Zeiten da unten da sind. Aber das Szenario wird immer garantiert nicht abticken. Oh. Interessanter Autokram da. Oh, zu viel Wasser. Da ging vermutlich auch mal weiter. Mehr Schmeiß. Wir haben ganzen Dampf abbrauchen, den wir da eh schon zu viel haben. Gut, der nächste Express. So schnell fahren. 7,5 Meilen. Wunderbar. Ah, jetzt macht das mal seitlich. Ich würde sagen, ihr fahrt's mal. Ich mache mir jetzt hier hinten mal einen Tee. Einen Schwarztee. Aber das war zwar wirklich nice, ein Schwarztee. Ich glaube, wenn ich da das fertig gespielt habe, mache ich mir gerade mal wirklich ein. Dann ein Spieleinlauf. Also nicht auf Tee, aber dazu. Ja, das ist komisch. Ah, schade, dass wir hier nicht andere Ansichten haben.
Kann man ein bisschen rumzoomen. Schade. So, jetzt sind wir wieder auf Running. Mit bei gewissen Lamploks noch wirklich darauf achten, dass ihr die Bremse nicht auf Release habt, sondern auf Running, weil ihr sonst Dampfdruck verliert. Das glaube ich bei der jetzt nicht simuliert, aber ich glaube, es gibt noch einen Advanced Mode bei der. Muss mal schauen, ob das dann da simuliert wäre. Dich mache ich mal an. Auch wenn ich glaube, dass du eigentlich gar nichts bringst. Ah, jetzt sind wir hier ganz oben. Das sind jetzt mal 1040, 4000. Was ist das? 3500. 3520 und so weiter. Macht Sinn. Ey, wir werden langsamer. Was ist da los? Steigung. Da muss die Loki jetzt doch bearbeiten. Wasser ist auch wieder gut. Aber der alte Punkt sieht aber nicht sehr oft besucht aus hier. Da ist aber nicht wirklich was los hier. Warte mal. Ja, wirklich ein bisschen mehr Schmackes geben hier. Viel ruhiger hier hinten. So, jetzt haben wir 16:02. Seit 2 Minuten sollten wir eigentlich schon da sein. Ja, nee, das ist ja eigentlich unmöglich. Weiß nicht, ob er das so wirklich testet hat. Aber ich habe doch auch nicht fundamental was falsch gemacht. Außer vielleicht ganz am Anfang jetzt halt wirklich rushen müssen. Dass du da dann vielleicht auf Zeit kommst. Aber ich will es jetzt auch kein zweites Mal spielen, um mal herauszufinden, ob es wirklich möglich wäre. Nach meinem Geschmack könnte die Pfeife ein bisschen lauter sein. Und wir müssen einheizen. Und Wasser braucht man auch. Okay, davon kommt gerade 35. Ah, sieht so aus, als wenn es dann hier wieder ein bisschen nach unten geht. Wir werden trotzdem ein bisschen einheizen. Lagerplatz für irgendwas aus. Ich meine Firma da. Ja, so Sachen für das da. Was, so ein Side-by-Side-Vergleich wäre mal
von Führerstand aus mal interessant. So von den 50ern mit den Dampfloks, wie es gewesen ist. Und dann mit dem modernen Zug, mit der heutigen Zeit. Schauen, wie sich die Strecke verändert hat. Ja, jetzt geht's nach unten. Mal ein bisschen bremsen hier. Ich meine, nur das Interesse, wenn ich jetzt nicht bremse und sag hinten beim Bremswagen. Oh, was zum. Ah, das war der Raydriver. Ich sag, der hinterste tut bremsen. Reicht das? Nee. Der wird vollzogen. Ah, da, Moment. Ein bisschen was hat er gemacht. Ja, es ist langsamer, aber es bringt nicht sehr viel. Wir müssen schon mit der Lok bremsen. Mein Kollege. Was ist das da? Ah, das ist fürs Vieh. Interessant. Ein paar Sidings da. Okay, cool. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier so einen FIFA-Laut bemerkt habe. Aber die waren damals schon ein bisschen arm dran. Das ist ein einfacher Wagen. Ich stelle mir im Sommer noch krass vor. Und das ist schwierig, dass du die transportierst, ohne dass die da irgendwie einen Hitzschlag kriegen. Okay, einfeuern bitte. Die zwei Buttons hätte ich irgendwie gerne als Hotkey. Also einzeln hier oben, damit das ganze Interface da dann ausblenden kann. Das wäre sehr praktisch. Oder auf einen anderen Monitor legen. Beziehungsweise kommt ja dann bald mal der Support für den RW Enhancer Pro. Dass wir da die Ansichten haben für die Dampflocke und dann kannst du das ganz ausblenden. Dann haben wir es nämlich da drin. Das ist natürlich, wo es still ist. Okay, dann können wir die Bremse gerade wieder lösen. Hey, da! Das sind die Milchdinger! Also ich würde sagen 15 Minuten Verspätung. Aber nachdem die Baustelle ja eh auf Nacht ist, dürfte es jetzt nicht so tragisch sein. Tragisch eigentlich nur für alle Services, die hinter uns fahren. Wobei, dann hätte vermutlich davor. Also wenn die Verspätung jetzt richtig krass wäre, dann hätten uns davor alles leider vermutlich eh stehen lassen. Dann naja, lass mal da ein Service vorbeikommen. Und dann kannst du hinterher düsen. Gasometer. Zweimal, so wie es aussieht. Gibt es die eigentlich noch irgendwo funktionierend? So in dem alten Stil. Bergfahrt machen definitiv mehr Spaß, weil sie dann halt wirklich zum Arbeiten hat. Hört man sie auch endlich mal gut. Ah, ich freue mich schon wirklich auf den zweiten Teil des Szenarios. Weil dann wird es hier mal eine Challenge zu fahren.
Und da vorne ist auch schon die Station. Alle ganz neu sind für die Schwimmer und so. Ah, die Umkleide. Klapperpapier könnte man eh wieder rollen lassen. Wenn wir da eh anhalten. Strebergärten. Und hätte ich sowas in der Nähe, würde ich das tatsächlich mal in Betracht ziehen zu kaufen. Als Ersatz für den Garten, wenn ich keiner was mit zusaut. Aber ich habe teilweise recht strenge Regeln in diesen Kommunen da. Kannst du ja eigentlich alles machen. So, lieber Fahrdienstleiter, wir sind da mit einer Verspätung. Oh, noch schön ausgestaltet hier. Platform 1. Moin, der Zug kommt zu spät. Ziehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ah, haben wir vielleicht auf den Kollegen da abwarten müssen. Ja, dann sind wir doch vermutlich jedem Zeitfenster. So, da. Oh, was haben wir denn da so abgestellt? Tankwagen. Peyton Dairies. Lined Milk Tank. Glass Lined Milk Tank. Okay. Und eine ganze Armee von Bussen. Der ist ja mal geil. Das ist quasi der Doppeldecker, nur halt ohne das zweite Deck. Cool. Oh, so einen haben, das wäre sicher auch witzig. Kann man bestimmt noch cool umbauen. Okay. Die hat es beim Diesel Railcar Simulator. Alles klar, sollte nicht fummeln, ich sollte weiterfahren. Und zwar eine Abstellung davon. Ey, du laufst da. Nein. Oh, Spiel. Du bist ja. Was bist denn du für eine? Ja, die, was mit den Dampftriebwagen fahren kann. Eigentlich wollte ich hier hin, weil die Leute hier auf der Schiene gelaufen sind. Naja, was soll's. Gehen wir da zur Lok vor. Ist der jetzt von dem Gleis kommen oder von dem? Jetzt habe ich nicht ganz aufpasst gehabt. Either way. Ja, wir hätten auf den warten müssen. Weil mir dauert es hier so kreuzen. Oh, okay. Ja, dann war es ja gar nicht mal so schlimm. Für die Abstellung sind wir zu schnell. Das ist jetzt quasi das andere Ende von der Strecke, also nicht ganzes Ende, aber hier geht es noch steil den Berg nach oben
und auf der anderen Seite wieder runter. Es ist nur challenging zum Fahren. Moin, Kollegas. Du darfst ein bisschen Gas geben. Du bist ein bisschen zu langsam hier. Und das dürfte der andere Teil vom Bauzug sein. Boah, das ist so zum Schaffen hier drauf. Warte mal. Sieht, so, sieht gar nicht mal so steil aus. Aber ich glaube, wir sind hinten eh schon drin. Naja, so gut wie. Und dann könnten wir eigentlich auch hier stehen bleiben. Ja, so. Haben wir die Bremsen rein. Wunderbar. Ja gut, das war der erste Teil des Szenarios. Ich würde sagen, wir spielen dann den zweiten Teil in der Nacht. Da wird es auf alle Fälle dann interessanter zum Fahren. Und eventuell probiere ich dann mal den Advanced Mode aus von der Look. Ja, wird mir natürlich bestimmt helfen beim Fahren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Wenn ihr wollt, kommt ihr dann auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Tschüss!